Dispatcher an 07, wie ist die Lage? 07 in Position mit Kilo. Bravo ist im Wasser. Verstanden. Wo ist unser Objekt? Konvoi nähert sich. Südosten, 4 Fahrzeuge. Irgendwas von Makarov? Noch nicht, aber das dritte Fahrzeug ist gut bewacht. Ghost an alle Bravo. Bestätigen. David, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von COD Modern Warfare 3. Verstanden, da kommen wir Sie. Wir machen einen kleinen Bombenanschlag. Aber nicht bei irgendeiner Stadt, sondern bei... Also im Wasser. Sprengung. Alle Stationen, gute Wirkung beim Ziel. Roger, an die Arbeit, wir brauchen ihn lebend. Geht klar. Soap, Gas, flankieren. Fahrzeuge überprüfen und sichern. Zielfahrzeug wird geflutet. Beeilung, Captain. Ja, bin schon unterwegs. So, dann spielen wir mal weiter die Crappy-Kampagne. Ich habe in der letzten Folge gemerkt, oh, ich war viel zu leise. Dem Ziel dürfte die Luft ausgehen. Naja. Ist, glaube ich, bei dem Projekt sowieso egal. Fahrzeug sicher. Kein Makarov. Wir müssen zum Ziel, Captain. Bevor er ertrinkt. Okay, ich soll die Geister jetzt hier alle killen. Bevor die alle ertrinken. Ich würde ihn gern absaufen lassen, aber wir müssen ihn rausholen. Was ist das für ein Scheiß? Cap, wir haben ein Problem. Kein Makarov, nur ein Gefangener. Zieh den raus. Los. Roger. Hey, er sagt das und macht das selber. Hä? Hey, macht das so gar keinen Sinn. Aber okay. Hier wird das nochmal aufgeschliffen. So, ist gut. Gefangener gesichert. Wir tauchen auf. Stehe bereit. Sechs an Watcher. Kein Makarov. Das Ziel war nicht im Konvoi. Gefangener abgefangen und gesichert. Wer ist das? Moment. Herr im Himmel. McTavish, was zur Hölle, Captain? Fuck, gibt es irgendeine Shitshow, wo Sie nicht mitmischen? Ghost, siehst du das? Im Visier. Legen wir ihn einfach um und Gutes. Sechs, wen habt ihr da? Den verdammten Gold Eagle. Shepard? In Fleisch und Blut. Heilige Scheiße. Cap, wir sind hier ungeschützt. Bringen wir ihn weg. Was tun Sie hier? Die jagen uns, John. Sie fanden mich zuerst. Was war der Preis für Ihr Leben? Absolut nichts. Blödsinn. Ich bin ein 4-Sterne-US-General. Und trotzdem leben Sie noch. Werfen wir den Penner zurück in den See. Ich kenne Makarovs nächstes Ziel. Sie wussten nicht mal, dass Sie das Ziel waren. Ach, Sie sind auf der Stelle getreten, bevor ich einschritt. Dann sagen Sie schon. Zuerst holen Sie mich hier raus. Alle Stationen, da kommen Helis aus dem Norden. Noch 10 Klicks. Roger. Befehle, Bravo. Die Oligarchen-Info war gut. Selbst wenn er jetzt lügt, ist er für uns noch nützlich. Ohne ihn stehen wir mit leeren Händen da. Ghost, Fahrer, zur Exfiltration. Roger. Watcher, sag Nick, wir sind einer mehr. Schon besser. So, geben Sie mir eine Jacke und eine Waffe. Nein. Nein. Eine Waffe geht. Hilfe wäre gut. Eine Pistole und Thermaljacke. Sie halten sich an Gas. Und Vorsicht, sonst töte ich Sie selbst.
vertrauen jetzt wirklich diesen alten Sack. Sechs an Watcher. Schieß los, Bravo. Gehen zu Fuß. Warte, bis schieß zum los. Und dann zur Landezone für Extraktion. Sie hat gesagt, schieß los. Sorry. Sechs an Watcher. Schieß los, Bravo. Gehen zu Fuß bis zum Transport und fahren dann zur Landezone für Extraktion. Euer Gast könnte euch verlangsamen. Passt auf euch auf. Ende. Es zieht Nebel auf. Gute Zeit für Thermalsicht, Sex. Okay. Oh, immer alte Leute müssen hier hinterherlaufen. Ich friere mir hier den Arsch ab. Das ist doch besser so. Wirst du schneller sterben. Spaß. 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 Im Conny Haley waren Schützen. Sehe sie in Thermalsicht. Feuer frei. Easy, Jungs. Ich glaube, die Mission wird leicht. Wissen Sie noch, wie man schießt, General? Mann, ich will reden. Halten Sie die Waffe gerade. Keine Sorge. Der ist ein Vier-Sterne-General. Scharfschütze! Der kann schießen. In Deckung! Das kam von den Bäumen da vorne. Hat jemand Sichtkontakt? Negativ. Thermalsicht zeigt nichts. Hat Thermaltarnung. Gas, bewach Shepard. Soap und ich übernehmen den Scharfschützen. Roger. Mir nach, General. Geh hier hoch. Gibt es Aktivität, Sergeant? Negativ. Ich suche. Sehe auch noch keinen. Irgendjemand schießt hier die ganze Zeit. Also ich glaube, das wird so eine Mission, wo sehr viel geballert wird. Aua, okay. Da hat er mich. Sehe den Scharfschützen. Da. Ist gepanzert. Scharfschütze erledigt. Wir sind sicher. Gut. Schlüpfriger kleiner Scheiße. Gas bei uns sammeln. Roger, ich komme. So, Jungs, weiter. Ich hoffe, Ihre Infos sind das wert, General. Da vorne ist unser Truck. Offenbar haben wir einige Bewunderer. Bestätigt. Angriffsteam. Sechsanfahrer und Ghost. Unser Transport ist kompromittiert. Ghost sichert die Landezone. Treffe euch am Sägewerk. Geht zu Fuß über den Kamm hinter dem Feld. Verstanden. Bei unserem Glück treffen wir noch mehr Besucher. Guter Schuss, Captain. Die anderen sind weg. Achtung, Scharfschützen noch aktiv, Sir. Ausschwärmen. General, bei mir bleiben. Den Kopf unten halten und nicht reden. Der Motor ist hinüber. Die Ausrüstung ist noch zu gebrauchen. Haben die vielleicht auch so eine Sniper hier irgendwo liegen? Das wäre nämlich geil. Nee, haben die nicht. Oder für eine Holger. Endlich mal eine Waffe, die nicht von Monobuffer 2 rauskommt. Könnten wir brauchen. Der Scharfschütze liegt am Boden. Gut, Jungs. Da drüben. Schön hinter den Holzteilen verstecken. Au, Alter. Okay. Ganz vorsichtig. Boys. Ach nee, danke so. Bist auch sehr hilfreich. Uiuiui. Ich sehe gar nichts. Oh, Shepard, was geht? Okay, als er mich gesehen hat, hatte der gar keinen Bock mehr. Ja, ich geh mal hier rüber. Scharfschütze tot. Werfe Blendgranate. Ja, ist da oben. Oh, da hat jemand mich gehittet. Conny, Scharfschütze eliminiert. Scharfschütze, andere Seite des Feldes. Guter Schuss. Wir haben den letzten. Ah, hier die Sniper. Die können wir mitnehmen. Alles sicher. Das war's. Gute Arbeit. Gute Arbeit? Ihr Transport ist zerstört, Captain. Zum Glück funktionieren Ihre Beine noch. Fahrer wartet. Na los. Wir brauchen nicht mal ein Auto. Laufen ist auch nicht schlecht. Was war das? Kampf um Sägewerk. Fahrer ist dort. Kilo, bitte melden. Conny, Patrouillen umzingeln das Sägewerk. Der Kampf wartet, Captain. Ja. Noch mehr die behinderte KI bekämpfen. Fahrer, wie ist dein Status? Unter Beschuss. Andere Seite des Sägewerks. Könnte Hilfe gebrauchen. Okay. Position halten, Kilo. Wir flankieren sie. Verstanden. Gehen wir näher ran, Captain.
Hey, müssen wir uns da mal reinwickeln? Das ist ja bescheuert. Ich hoffe, der Opi stirbt jetzt hier nicht. Der Glatztyp. Conny ist überall. Fahrer, wo steckst du? Auf dem Dach. Rückt vor und ich gebe von hier aus Deckung. Gers, nimm Shepard und such Deckung. Soap, zu mir. Ei. Was ist denn überall Russen? Bestätigt, Sir. Machen wir ihn Feuer. Hier wimmelt es an Russen. Oh, 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 oh. Gib mir mal deine Waffe hier. Zwei Scharfschützen im Lagerhaus. Erster Stock. Okay. Ich kümmere mich drum. Oben stehen welche? Wenig Munition. Mach mir Munition. Warte, warte, warte. Lass mich kurz hier rübergehen. Oh, ich hab aus Versehen Soap getroffen. Ja, Bro, Soap. Ich werf doch gerade eine Granate. Was machst du denn? Dann nochmal. Hat jemand Munition? Wo ist Soap, wenn man ihn immer braucht? Okay, ich kümmere mich drum. Nein, ich wollte nicht die Waffe. Ey, das geht so auf den Sack. So, jetzt. Ich finde die, diese Holger, die ist eigentlich voll gut. Die hat auch so gut wie keinen Rückstoß. Ja, Bro, was soll ich denn jetzt zu mir machen? Ich bekämpfe doch gerade jemanden. Da kann nicht der Nächste kommen und dann mich auch bekämpfen. Oh, was ist denn das schon wieder für ein Level? Das macht schon wieder so aggressiv. So, wo bist du? Captain, da bist zwei du. Scharfschützen im Lagerhaus. Erster Stock. Okay, ich kümmere mich drum. Wer hat mich da gerade hinten angeballert? Du bist zum Lagerhaus. Los, los, los. So, schon besser. Scharfschützen oben im Lagerhaus, Captain. Vorsicht, da hat eine Granate geworfen. Jetzt, 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 jetzt. Gehen in den ersten Stock. Verpiss dich von hier. Feindliches Fahrzeug nähert sich. Eine andere Sniper? Nee, das ist immer noch dieselbe. Ich sehe es. Mehr Conny unterwegs zu euch. Ja, Papa. Hey, mach dich ab hier, ist mein Haus. Kann ja gar nicht sein, dass er hier reinkommt. Okay, ich sehe so gut wie nichts. Oh, der Nebel ist so stark. Haben wir noch hier irgendwelche? Ich gebe euch Deckung drauf. Oh, ich tue Schild, Schild. Jetzt raus, raus, raus. Alle weg hier. Okay, Gebiet gesichert. Na, endlich mal. Du auch, Kilo. Verdammt, Russen. Roger, hinter dem Sägewerk. Nicht feuern, seile mich ab. Exfiltration unterhalb dieser Klippe. Ghost ist in Position. Stoßen wir zu ihm. Hoffentlich ist Sie doch mal das Ende. Weg von zu Hause, Kilo. Genau wie Sie, Gold Eagle. Alle Stationen. Feindliche Helis setzen Verstärkung ab. Verstanden. Positionen halten. Schützen haben Feuererlaubnis. Der Wind wirbelt Schnee auf. Jungs, ich halte das nicht mehr aus. Zu viele Gegner, zu viel Kälte war nicht und zu viel Wind. Den guten Gastgeber zu mimen. Bewegung, da vorn. Oh, Gott. Halt, wenn wir schneller sind. Gute Idee, Gas. Fahrer und Soap bleibt links. Gas nach rechts mit Shepard. Gestöber kommt auf. Na los, General.
Aber die sind doch schon kalt. Der Spruch macht keinen Sinn. Macht sie heiß, ja. Gib mir mal deine Munition. Du musst, ich brauch mal hier Hilfe, hier sind richtig viele. Hab ihn erledigt. Granate. Durch den Schnee sehen sie uns auch nicht. Nutzt das aus. Ja, ich hoffe, du hast recht. Mann, Farah. Oh, wieso sind die schon wieder alle gepanzert? Werfer ausgeschaltet! Противник идет в укрытие! Gern geschehen! So, Jungs, wie sieht's aus? Werft es sicher! Gut geschossen, das ist toll. Solide Trefferfahrer! Wir sind erst im Helikopter in Sicherheit. Ghost, wir sind auf dem Weg zu dir. Markiere die Landezone beim Boot. Formieren auf mein Zeichen. Einsatzgebiet umkämpft. Entdeckt. Im Blick, Lieutenant. Nach dir, Captain. Exfiltration markiert. Leute, was ist das für ein Exfiltrationspunkt? Hier kann uns ja jeder anschießen. Na super. Hier werden wir schneller sterben, als wir sehen können. Ja, bald. Wie ist die Lage, John? An der Landezone. Müssen Position halten, bis Nick mit dem Heli eintrifft. Bereit machen. Da kommen bald noch mehr. Welche Richtung? Conny-Verstärkung unterwegs zu uns. Von dort. Muss ich also auf den Boden legen, damit ich hier nicht sterbe. Hier muss der alte Mann sich wieder dreckig machen. Conny-Fahrzeuge nähern sich. Sie hetzen eine ganze Scheiß-Kompanie auf uns. Ja, Jungs. Feuern. Wir können nicht weg, bis sie erledigt sind. Wir können auch nicht hier bleiben. Das ist die beschissenste Stelle. Au, 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 au. Alter, Jungs, ich kann nichts machen. So, ich werfe einmal eine Granate. Es kommen weitere Conny-Fahrzeuge. Naja, zum Glück macht die KI auch noch was. Sie flankieren uns. Bravo, nach links. Oh, oh, oh. Oh, ich nehme hier mal das MG. Hat jemand einen Raketenwerfer? Gut, Raketenwerfer-Typ ausgeschaltet. Bravo, sind wir sicher? Alles sicher. Nick, wann bist du da? Landung in 30. Landezone gesichert. Ich wollte mit dem Auto fahren. In dem Anflug, Captain. Also das war ein viel zu langes Level. Das hat sich viel zu in die Länge gezogen. Aber na gut. Gelandet. Bereit, wenn du es bist, Captain. Gut, rein mit euch. Alle drin? Bestätigt, Abflug. Laswell, 6 an Bord, kehren zur Basis zurück. Verstanden, sicheren Flug. Dorthin. Was wird das? Entscheide dich. Laswell. Ohne die Stadt.
Sterne und Balken sehen sie aus wie Scheiße, General. Die Besten der Besten. Alle versammelt. Nur eine Ausnahme. Was ist die Agenda dieses Kriegsrats? Eine Wahl. Gebt ihr mir eine? Nein! Ich bin ganz Ohr. Reden Sie. Gestehen Sie alles. Sie wissen doch alles. Der Kongress nicht. Und ich wette, der wäre... Wäre ganz Ohr, meint sie nicht? Nur das? Nein! Waschen Sie mich rein. Sagen Sie, wer ich bin, was Sie mir gaben und warum. Niemand sonst hatte den Mumm, das für Sie zu tun. Für alle hier. Dann tun Sie das Richtige, General. All Ihr Wissen über Makarov und Ihren Hund Graves an der Leine. Sagen Sie ja, und wir bringen Sie heim. Oder Sie kriegen Alleinzeit. Und erfrieren hier. Die Version liegt mir mehr. Der Gefangene muss sich auf Selbsterhaltung konzentrieren, damit er schließlich bricht. Gut, dass Sie sich an Ihr Training erinnern, General. Wenn Sie mich verarschen, John, dann wird es Ihnen leid tun, dass Sie mich verschont haben. Los geht's.